Ich zog Pavel aus der Schlinge und er sagte, dass er mich so nah wie möglich an die Police heranbringen würde. Dann werde ich den Orden kontaktieren und von den Geschehnissen berichten. Der Weg zum legendären Theater führt durch die Katakomben. Ich war noch nie zuvor hier und ohne meinen neuen Freund wäre ich vermutlich völlig verloren. Ich hoffe, er kennt den Weg. So macht man das. Genau wie die drei Musketiere, was? Wenn es nur zwei wären. Hast du das Buch mal gelesen? Echt verwirrend. Aber ich habe es geliebt. Ich wollte immer Athos sein. Du kannst D'Artagnan sein, ha? So, servus und herzlich willkommen zu einem ganz, ganz neuen Videoformat. Und zwar Metro 2033 Last Night. Ich muss jetzt hier noch ein bisschen rumspielen mit der Lautstärke. Ich schieße jetzt hier hin. So, das ist ein ganz neues Videoformat und ich hoffe, euch gefällt das. Okay, das ist jetzt ein toter Mensch. Jetzt das Licht aus. Das werden wir noch sehen. Ach, zur Hölle damit! Rückzug nicht möglich, Spartaner! Moskau liegt hinter uns! Vorwärts! Sturm. Okay, jetzt wird meine Munition aufsammeln. Aber da wir Angst vor Licht haben, machen wir es hier hell. In Ordnung? Mach die Taschenlampe an und denk nicht einmal dran, sie aufzumachen. Ein Einsturz. Anscheinend haben sie den Tunnel gesprengt. Vielleicht ist etwas auf der anderen Seite, das sie nicht mit Schüssen aufhalten konnten. Halt! Halt, halt, halt! Ich spüre einen Luftzug. Irgendwo muss ein Weg durchführen. Artyom, hilf mir mal! Ja, ich werde natürlich in den Spielmodis etwas weniger reden jetzt, weil ist ja ganz klar. Man möchte ja auch ein bisschen die Story mitbekommen. Aber ich finde Metro ist ein echt geiles Spiel. Ich hatte das erste Metro auch schon durchgespielt. Und da finde ich eigentlich, lohnt sich's wirklich. So. Scheiße, überall Spinnweben! Da. Diese kleinen Dinger können das nicht gewesen sein. Hier müssen größere Viecher sein. Mann, pass auf, dass du sie nicht wächst. Scheiße! Die sind ganz nah! Warte, Artyom, keine Hektik! Sei hier vorsichtig. Sieht frei aus. Lass uns gehen. Ein Schaf! Das ist hoch. Den können wir definitiv nicht hochklettern. Okay, hoffen wir mal, dass der Aufzug funktioniert. Ja, wie gesagt, Metro 2033. Das ist ein wirklich richtig geiles Spiel. Ich kann es auch jedem nur empfehlen. Monsieur, machen wir eine Fahrt mit diesem Baby, ha? Also, was ist jetzt? Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wie euch dieses Format überhaupt gefällt. Warum hat er angehalten? Soll ich sowas lieber nicht machen oder lieber doch? Was sagt ihr dazu? Wenn euch das Ganze gefällt, halt wie gesagt einfach mal sagen. Ich werde ja nicht allzu viel reden. Wie ich schon gesagt habe, weil man will ja von dem Spiel ein bisschen was mitbekommen. Aber ich habe gerade echt ein bisschen Schiss, dass hier irgendwas. Die haben uns gehört! Scheiße, wir sind direkt in ihrem verdammten Nest. Scheiße, das sind echt viele. Nimm das Miststück. Siehst du den Bauch? Das ist die einzige.
unverwundbare Stelle. Der Rest ist zu hart gepanzert. Okay, Artyom. Wenn wir einem dieser Dinger begegnen, dann mach deine Lampe an, bis es seinen Bauch zeigt. Hast du verstanden? Die Mistviecher hassen das Licht mehr als alles andere. Komm schon, mir nach. Blödes Mistvieh. Artyom! P.S. Gottverdammt! Nimm das, du Miststück! Puh, danke, Kumpel! Eine für alle, was? Ich mache mal einen ganz kurzen Cut, um zu schauen, ob ich die FPS noch ein bisschen hochbekomme. So, wir sind zurück. Jetzt ist das Ganze ein bisschen flüssiger. Das Theater sollte jetzt nicht mehr weit sein. Das ist hoch. Boah, ich war fast runtergelaufen. Okay, der hat Bock. Na gut, wenn er meint, dass es geht, dann wird das schon gehen. Okay. Das ist aber schon recht weit hier. Stopp, da liegt erstmal. Mist! Du schon wieder! Ja, der hat einen Problem. Artyom, nimm deine Lampe, um sie abzuwehren! Ich versuche, uns rüberzubringen! Klasse! Das sollte gehen! Artyom, Artyom! Komm und hilf ihr, das rauszuziehen! Mach sie klar, sobald sie sich umdreht! Oh, das ist eine Einschusspistole mit wirklich relativ viel Kraft. Aber die Grafik ist auch wirklich mehr klar. Ich habe sie jetzt anstatt auf sehr auf hoch. Sonst ist es mit Fraps ein bisschen zu viel FPS, die man verliert. Ninja! Alles klar, das ist ein richtiger Ninja. Mach's mir nach! In den Wagen! Mit dem Rückenpanzer kriegst du sie nicht! Schieß sie auf Obelis! Alter, die Viecher sind ja mal richtig ekelhaft. Hier, ich heb dich hoch. Scheiße, die sind drinnen. Artyom, hilf mir. Alter, diese verdammten Scheißdinger sind so ekelhaft. Schneller, schneller, schneller. Bewegung. Bereit? Los geht's! Halt immer die Lampe aufzuladen, das ist halt auch in so einer Situation echt nicht einfach. Alles klar, Artyom! Was ich halt mega geil finde an Metro ist halt dieses, dass du dieses sogenannte Sammelsystem hast. Wie gefällt euch das, hä? Wie gefällt euch das, ihr Schlampen? Okay, hier sind wir sicher. Naja, ich weiß ja nicht, ob das hier sicher ist. Warte einen Moment, Artyom. Ohne Licht ist das schlecht. Lass mich eine Fackel oder sowas machen. In Ordnung. Es werde Licht. In Ordnung. Lass uns gehen. Nein, jedes Mal, wenn so ein Vieh kommt, erschreckt man sich wie Tode. Artyom, bleib dicht bei mir! Verschwinde! Weg! Weg! Verschwinde! Weg! Weg!
Mann. Scheiße, sieht nach einem elektrischen Schloss aus. Okay, die Drähte für nach... Da! Hey, sieh mal, D'Artagnan, du hast die Lampe. Wenn du den Drähten folgst, müsstest du zu einem Sicherungskasten kommen. Er hat früher das Tor betrieben, aber die Batterie ist sehr wahrscheinlich jetzt leer. Wenn du sie findest, musst du dein Ladegerät daran anschließen und wir versuchen, die Tür zu öffnen, okay? Ach, alles klar, jetzt muss ich ja alleine das auch noch machen, Mann. Macht mir echt Schiss. Alter. Ich kann erschrecken, dass das Ding wieder angerannt kam. Alter, warum kommen die so nah? Was ist denn los mit dem? Gott, ey. Was in der Waffe halt ganz geil ist. Die hat ja echt Power, aber ich hab keinen Bock, jetzt hier wieder rauszugehen, wenn ich ehrlich bin. Alter, was ist los mit den Viechern? Oh nee. Sowas ist zum Beispiel gar nicht passiert, Alter.
Habe ich hier keinen Bock drauf, ey. Ja, gut. Oh mein Gott. Bin ich hier wirklich lang? Okay. Ah, das war genial. Gut überlegt. Bereit? Gut. Erster. Mir nach. So. Der Metro-Eingang sollte ganz in der Nähe sein. Doch so kurz die Strecke. Das Kapitel ist jetzt zu Ende. Bedeutet, das war's jetzt auch mit der ersten Folge. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Es ist halt mal was ganz anderes, immer zu Metin oder zu League ist halt mal wirklich eine andere. Ja, wie soll ich das nennen? Ist halt einfach mal ein Shooter und dann halt auch noch so ein bisschen Horror. Also jedes Mal, wenn halt so ein Ding kommt, ich habe ja alles dunkel, da kriegt man wirklich eine Macke, wenn man da irgendwo alleine langläuft. Ja, einfach mal drunter schreiben, ob euch das so gefällt. Wenn nicht, dann natürlich auch bitte drunter schreiben. Und dann war's jetzt mit dem ersten Metro-Video. Haut rein, am Mittwoch gibt's dann wie gewohnt wieder Metin 2 SG.